Herzlich willkommen zurück zu Road to Shadow of the Tomb Raider. Ja, in der vergangenen Folge haben wir hier aufgehört. Wir müssen das jetzt hier anbrennen, denn wir brauchen ein Signal für ein Flugzeug, denn wir werden ja abgeholt von dieser Insel hier. Da ist es! Wow! Was war das gerade? Warum ist das Schiff jetzt... Das Schiff. Ich meine natürlich das Flugzeug jetzt abgestürzt. Oh, oh shit. Nein. Das war es wohl mit unserer Rettung. Der Pilot. Ich muss zu ihm. Okay, schnell zu dem Piloten. Warum zur Hölle ist das wunderschöne Flugzeug abgestürzt? Oh, oh, das stürzt nach unten. Na super. Nein, der Pilot. Geil. Wie sollen wir denn jetzt von hier runterkommen? Jetzt sind wir wohl auch hier gefangen. Na super. So. Wir nehmen mal ganz schnell das hier mit. Der arme Pilot. Vielleicht hat ja noch einer überlebt von den Piloten. Man weiß ja nicht. So, wir gehen auf jeden Fall jetzt weiter hier. Der Arme. Der wollte uns auch nur retten hier. Und dafür ist er nun gestorben. Ich hätte den Himmel überprüfen müssen, einen anderen Landepunkt bestimmen. Ich war nicht vorsichtig genug. Und jetzt sind sie tot. Unsere gute Lara gibt sich anscheinend jetzt hier die Schuld, dass sie tot sind. Ich glaube aber persönlich, das hängt damit zusammen mit diesem Zeug, was wir schon mal gelesen und so haben auch schon. Weil da meinten ja welche dieser Matthias wird ihnen helfen, aus dem Gefängnis zu entkommen. Irgendwie sowas. Und ich könnte mir ganz gut vorstellen... Dieser Sturm, er kam aus dem Nichts. Die Wolken haben das Flugzeug eingehüllt. Lara, hör zu. Ich habe den Absturz gesehen. Du musst also in meiner Nähe sein. Komm einfach nur zu mir. Okay. Bin unterwegs. Und zwar, dass das halt alles wie so eine Art Fluch hier ist.
weil wir haben hier schon oft von dieser Göttin oder was das war gehört. Und ich könnte mir ganz gut vorstellen, dass es wirklich so eine Art Fluch hier ist von der Insel. So, wir müssen jetzt Roth finden. Hier drüben! Oh shit! Weg mit dir! Schnell! Seil, neue Ausrüstung erhalten. Sehr gut. Jetzt haben wir auch ein neues Hilfsmittel. Wow, kommt ein Molotow. So. Erstmal weg mit denen dort oben. Die und ihre blöden Sturmgewehre. So. Unseres streut leider noch etwas zu viel. Das sollten wir vielleicht upgraden. Dass das auf Distanzen nicht so sehr streut alles. Ja, ich glaube, ich sehe hier unseren Weg schon nach oben. Okay, so könnte das funktionieren. Da drüben ist eine Kiste, die holen wir uns. Ja, aber ich glaube, das ist wirklich so eine Art Fluch hier auf der Insel. Dass halt niemand diese Insel verlassen kann. Weil die Gegner hier, die meinten ja auch irgendwas mit so einer Art Gefängnis und so. Und damit meinten sie 100% die Insel. Da bin ich mir ganz sicher. So, hier haben wir noch ein paar Pfeile und Bergungsgut. Bergungsgut haben wir aber mittlerweile auch ganz schön gut zusammengesammelt. Also, ich könnte davon eigentlich mal was ausgeben langsam. So. Das könnte ein guter Punkt zum Einhaken sein. Okay, verstehe. So. Und jetzt können wir hier rüber. Dort oben gibt es aber auf jeden Fall nochmal so eine Kiste. Die möchte ich mir noch holen. Hier kann man bestimmt nicht hochklettern. So, wir schauen mal. Ich glaube, da sehe ich doch schon eine Möglichkeit. Können wir hier hoch? Ja, können wir. Okay. Nein. Mist. Ich glaube, das funktioniert nicht so, wie ich mir das vorstelle. Denn ich stelle mir das nämlich so vor, dass wir hier hochgehen und dann dort an diesen Ast und dann irgendwie dort drüber. Irgendwie so. So, wir probieren es nochmal. Nein, das geht nicht. Schade. Oh, hier haben wir nochmal eine Pflanze. So. Gut, dann gehen wir erstmal weiter. Vielleicht kommen wir ja hierhin nochmal zurück. Wir können ja überall hin nochmal gehen. Zum Beispiel auch zurück zu diesem Anfangsgebiet. Von wo wir herkommen. Oh, da ist Roth. Wie gut, dass wir da raus sind. Kann man wohl sagen. Es sah so gut aus. Und dann war da dieser Sturm. Er kam aus dem Nichts. Es war nicht deine Schuld. Ich habe sie hergerufen, Ross. Hey, wir finden einen Weg. Mayday, Mayday. Hier, Copilot Jessop von Flugzeug N177A. Hallo? Hallo, hören Sie mich? Ich wurde schwer verletzt und brauche dringend Hilfe. Ist da jemand? Captain Jessop, hören Sie mich? Ich habe ein Rauchsignal entzündet. Bitte. Verdammt, er hört mich nicht. Ich muss zu ihm. Nein. Das ist sein Signal. Wir müssen uns um unsere Leute kümmern und uns sammeln, wenn wir Sam wieder haben.
Ich kann ihn doch nicht einfach im Stich lassen. Ich gehe jetzt zu ihm. Manchmal ist es notwendig, Opfer zu bringen. Du kannst nicht jeden retten. Ich weiß, was es heißt, Opfer zu bringen. Nein, das waren Verluste. Opfer zu bringen ist deine Entscheidung. Verlust passiert dir einfach. Ich habe entschieden, ihn nicht sterben zu lassen. Gut, dann wollen wir mal ihn retten. So. Wir schauen nochmal hier bei Upgrades. So. Sturmgewehr-Upgrades. Wir machen jetzt einfach mal hier weniger Rückstoß. Und Schussfrequenz erhöhen. So. Das reicht auch erstmal. Und dann können wir jetzt auch weiter. Der Bogen ist aber auf jeden Fall so eine der wichtigsten Sachen von uns. Deswegen, der ist dann als nächstes dran. Oh, hier sind welche. Mag sein, aber Befehl ist Befehl. Ich geh runter zu den anderen am Flugzeug. Sie sind zu dritt. So, den einen könnten wir, glaube ich, von hinten holen. Nein, die laufen weiter. Mist. Hilfe, schnell! Hallo. Ich treffe gerade irgendwie gar nicht mit meinem Bogen. So, Kollege. Komm her. Sehr gut. 2 von 2. Sehr schön. Ist da jemand? Was? Ich bin hier, Reyes. Wie ist die Lage? Wir sind einer Gruppe Männer zu einer Art da gefolgt. Dieser Ort ist verrückt, Ross. Was zum Teufel machen die hier? Ich weiß es nicht. Und ich will es auch nicht wissen. Irgendwas von Sam oder Whitman? Noch nicht. Ist Clara bei dir? Ja, wir steigen bald den Berg runter und stoßen dann zu euch. Okay, wir gehen ein Stück näher. Eine Art Mörser und Stößel. Wahrscheinlich für das Zerreiben von Heilkräutern. Halte diesen Kanal frei. Nun gut. Wir haben jetzt auf jeden Fall nochmal ein Teil hier bekommen für ein Gewehr. Aber im Groben hat schon Roth eigentlich recht hier. Mit seiner Aussage, wir können halt nicht jeden retten. Das ist halt auch einfach wahr. Man kann halt nun einmal nicht jeden retten. Aber wir können ja es ja zumindest versuchen. So. Halt, das können wir anbrennen. So. Und jetzt hier rüber. Wow. Fast wäre ich in den Abgrund geflogen. Das wäre, glaube ich, nicht gut gewesen. Da unten gab es gerade eine Explosion. Da müssen wir jetzt auch, glaube ich, hin. Oder zumindest können wir dahin. Wir sollen ja eigentlich zu diesem Signal. Und ich muss sagen, ich möchte auch hier runter. So. Los geht es. Ich möchte mich mal hier umschauen. Bei den Trümmern von dem Flugzeug. 2 von 3. Sehr schön. Es hat sich doch direkt schon gelohnt, hier runter zu gehen. Aber mit meinem Bogen bin ich gerade nicht so präzise. Ich muss wieder etwas auf die Jagd gehen. Aber etwas präziser. So. Was haben wir denn hier? Das hier muss einem US Marine gehört haben. Waren sie in Truppenstärke auf der Insel oder war es nur eine Vorhut? Okay.
Also war hier auch noch eine andere Armee. Nicht nur diese japanische, wovon wir ja schon ein paar Sachen gefunden haben. Oh, hallo. Tut mir leid, Rudi Risse. Nein, du warst nicht der wahre Rudi. Was steht denn hier? Vater Matthias. Okay, der schon wieder. Die sind irgendwie süchtig nach diesem Typen. Die glauben anscheinend wirklich, dass der die retten kann von hier. Dass sie hier wieder wegkommen. Glaube ich persönlich nicht. Vielleicht macht er den Leuten hier nur was vor, dass sie für den arbeiten. Ja, möglich. Da rechts haben wir auch ein Lagerfeuer. Da gehen wir gleich mal hin. Aber erstmal alles einsammeln hier. Davon haben wir Bergungsgut. Das möchte ich doch direkt mal haben. So, her damit. Das Areal hier ist auf jeden Fall schon ziemlich groß. Kann das sein? Hier waren wir schon mal. Moment, Moment. Wenn wir uns das mal hier so anschauen. Nein, hier waren wir noch nicht. Aber das Gebiet hier unten, das sieht so aus wie das Gebiet, wo wir diese Wolfshöhle hatten. Oder ist es das sogar, das Gebiet? Und das sieht jetzt nur ein wenig anders aus wegen dem Absturz und so. Ist ganz gut möglich. So. Bogen in die Hand. Ja, das ist das Gebiet, wo wir waren. Wo wir bei der Wolfshöhle waren und Roth dieses Zeug geholt haben, damit es ihm wieder besser geht. Benutzt in der traditionellen japanischen Kräuterheilkunde oder Kampo. Die Fiole wurde anscheinend vor vielen Jahren versiegelt. Dann wollen wir uns mal hier umschauen. Weil beim letzten Mal konnten wir ja hier noch nicht so viel machen. Jetzt haben wir aber hier das nötige Zeug, so wie es scheint. Das ist schon mal gar nicht so schlecht. Mal sehen, was es hier so gibt. Hier können wir nicht durch. Aber ein paar andere Sachen können wir doch jetzt bestimmt machen. Wir schauen einfach mal. Ja, hier brauchen wir auf jeden Fall überall noch was anderes. Hier können wir leider noch nichts machen. Ja, dann lass uns erstmal runter zu dem Lager. Weil wir haben ja irgendwie die Teile für diesen Bogen fertig. Dann schauen wir mal. Hier liegt ein Heft. Baby, ich weiß nicht, wo ich anfangen soll, also sag ich es einfach rundheraus. Alicia ist von dir. Vielleicht wusstest du es schon, aber da ich nun wieder auf der Endurance angeheuert habe, kann ich es dir nicht länger verschweigen. Du musst verstehen, dass ich dich nie aus ihrem Leben ausschließen wollte. Aber ich kenne dich, Ross. Ich weiß, wie du lebst und was du willst. Sesshaft zu sein und ein Kind großzuziehen, gehört nicht dazu. Vielleicht habe ich es vergeigt. Vielleicht hätte ich dir eine Wahl lassen sollen. Stattdessen habe ich entschieden. Ich dachte, es wäre das Beste. Nach der Expedition sollten wir uns mal über die Zukunft unterhalten. Denk einfach mal ein bisschen darüber nach.
Das Kind von Reyes ist also von Roth. Unser guter Roth ist also Vater. Ob er wohl den Brief schon gelesen hat? Oder er hat ihn gar nicht erst gesehen, weil er schon lange wieder weg war von hier. So, wir holen uns die Upgrades für den Bogen. Gut. Ich frage mich, ob er sich drüber freut. Weil sie meinte er gerade hier. Ja, aber ich denke mal, er wird es schon freuen, der gute Roth. So, dort drüben können wir leider auch noch nichts machen. Da brauchen wir halt überall noch etwas. Aber hier können wir was machen. So. Und ich weiß auch genau schon, was wir hier machen müssen. Sehr gut. Und her mit dem guten Zeug. Was ist das da? Okay. Das ist nichts Besonderes. Ich dachte, das wäre etwas, was wir abschießen sollen oder so. Dass es so eine Art Herausforderung wieder ist. Die es hier noch so nebenbei gibt. Hier gibt es auf jeden Fall genügend Zeug gerade. So, erstmal hier nach oben wieder. Wir müssen zu unserem richtigen Ziel erstmal wieder hin. Ich hoffe, ich finde den richtigen Weg so hier wieder. Ja, okay, von hier kommen wir. Und euch beide... Mann, bleib stehen, mein Kleiner. Bitte, ich liebe dich doch, das weißt du. Bleib stehen, mein kleiner Hoppelhase. So. Ich sollte mir wieder, wie sonst immer, etwas mehr Zeit lassen beim Jagen. Und nicht einfach so auf ganz schnell machen. Ich glaube, das wäre die beste Entscheidung. Gut, ich glaube, das ist der richtige Weg. Ja, leer du mal dein Ding aus. Sag mal, was machst du als erstes, wenn wir von hier wegkommen? Was gutes Essen? Scheiße. Ja. Was wird's denn sein? So. Sehr gut. Mit dem war es das schon mal. Die möchte ich aber noch plündern. Kommt mal her. So. Wo sind wir denn jetzt hier? Mist, wir müssen hier wieder hoch. So. Gut. Hier drüben habe ich noch etwas gesehen. Das können wir direkt mal noch entzünden. So. 4 von 10. Ja, mal sehen. Vielleicht finden wir ja noch die restlichen. Wenn nicht, ist ja auch nicht so schlimm. Geheimes Grab in der Nähe. Okay, da würde ich sagen. In der nächsten Folge machen wir hier dieses geheime Grab. Ich glaube, das ist das. Wem das Video gefallen hat, der kann sehr gerne wie immer eine Bewertung da lassen, einen Kommentar schreiben und mich auch sehr gerne weiterempfehlen. Das war's. Haut rein und tschüss.